Was ich gemerkt habe und eigentlich ein bisschen manchmal drüber geschmunzelt habe, ist, dass in, sagen wir, in der Rest der Welt und je weiter man von der EU geht, eigentlich desto mehr es ein riesen Vertrauen gibt darin, dass die Europäer nach weiß ich wie viele Jahrtausende Kriege es geschafft haben, in Frieden zu leben und zusammen zu arbeiten. Und dieses ist ein Modell. Andere Regionen der Welt versuchen auch zu kooperieren, sind in der Regel nicht bereit, so viel Souveränität abzugeben, weil man nicht vergessen soll, jeder Staat in der EU, ob wir mit dem zufrieden sind oder nicht, hat ein ganz großes Stück seiner eigenen Souveränität abgegeben, damit das Ganze funktioniert. Das ist ein Beispiel für ganz andere Gegenden. Und indem wir beispielhaft sind, Punkt 1, Punkt 2, indem wir bereit sind zu helfen beim Aufbau von Demokratien, sind wir friedensstiftend.